Kamera möchte ich eigentlich mal unbedingt einen Schwarz-Weiß-Film reinballern und dann einfach Street-Fotografie. So richtig so random das Ding irgendwas ist, Geiles. Der Schwarz-Weiß, den ich ja drin hatte, der war an sich extremst geil. Nur, dass ich eben bei vielen Fotos leider den Fokus nicht getroffen habe. Das ist halt hier geil. Eben. Richtig geil, weil SLR. So, geht's jetzt los? Boah. So, jetzt geht's los. Und damit auch herzlich willkommen. Heute wollen wir ein bisschen über den Film reden, den wir gemacht haben. Das war ein Film für ein Englischprojekt für die Schule. Und da ging es um eine Gedichtsinterpretation von einem englischen Gedicht über die Gesellschaft. Und wie wir das Ganze umgesetzt haben und warum wir das so umgesetzt haben, das wollen wir euch jetzt in diesem Video erklären. Warum jedes Mal? Aber ich glaube, das hört man nicht. Kann froh sein. Ja, gleich zum Anfang sind schon ein paar Probleme aufgetreten, weil wir unter extremem Zeitdruck standen. Das stimmt. Wir hatten ungefähr 3 Tage dafür Zeit. Wenn man abzieht, dass wir relativ spät erst das finale Gedicht herausgesucht haben und damit angefangen haben zu drehen, weil wir ja natürlich vorher uns überhaupt erstmal einen Plan machen mussten. Wir mussten das Gedicht interpretieren, mussten dann gucken, wie wir das umsetzen und da hatten wir dann letztendlich halt leider nur noch 3 Tage Zeit, das Ganze zu filmen. Wir haben es aber hinbekommen mit ein paar Nachtschichten. Ich denke mal, das Resultat ist, wenn man sieht, wie lange wir dafür Zeit hatten, ganz okay geworden. Erstmal haben wir uns überlegt, was man für die einzelnen Strophen für Szenen aufnehmen könnte. Dann haben wir geguckt, ob es zu dem Gedicht passt und wie wir das Ganze dann umsetzen werden. Angefangen haben wir damit, dass wir eine passende Musik für das Gedicht rausgesucht haben und haben uns daran orientiert, wie die Stimmung des Videos werden soll. Unsere Intention war von vornherein, das Video relativ düster und dunkel darzustellen, weil das sehr gut zu dem Gedicht passen würde. Also haben wir angefangen, Musik war nach relativ kurzer Zeit dann gefunden. Dann haben wir erstmal das Gedicht eingesprochen. Beim Rausrendern der Audiospuren haben wir noch ein bisschen rumgespielt mit ein paar Filtern. Und dann kam das dabei raus. Game over, game over. It's over, kid. It's game over. Over and over. Es war einfach von Anfang an perfekt, so wie wir es fanden. Es sei gesagt, hier geht es selbstverständlicherweise nur um die Interpretation von uns. Jeder würde es wahrscheinlich anders machen, was aber vollkommen okay ist, weil schließlich jeder dieses Gedicht oder jegliches andere Gedicht für sich selber unterschiedlich interpretieren würde. Die Videoaufnahmen haben dann angefangen mit 2 anderen aus der Gruppe. Wir haben dann, weil das ein Projekt von meiner Schule aus war und wir das in einer Gruppe gemacht haben und Christoph letztendlich nur als Kameramann und Beihilfe und als Schneider. Als Cutter. Ja, mir würde jetzt auch nur das englische Wort einfallen. Ja, der Deutsch, das ist manchmal so, ja, das englische Wort okay, aber das deutsche nicht. Videoschnittfachmann. Dann haben wir angefangen, diese Szenen halt zu drehen. Ich wurde leicht verletzt dabei, aber Opfer muss man halt immer bringen. Ne? Anfangs geht es darum, dass das lyrische Ich über den Schmerz und die Diskriminierung in der Gesellschaft redet. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir im Park eben mit den beiden anderen hier eine kurze Szene drehen, wie die beiden eben in dem Fall Robert diskriminieren bzw. ihm eben Schmerz zufügen, damit es eben zu dieser Szene passt. Für die nächste Szene haben wir mich genommen, wie ich vor einem PC sitze und mir ein Instagram-Feed angucke. Darum geht es so ein bisschen, dass es eben in der realen Welt keine Perfektion gibt und das ja oftmals auf Social-Media-Plattformen und so dargestellt wird, als wäre die Welt so komplett perfekt. Deswegen haben wir das gewählt. Es war eigentlich ein relativ gutes Beispiel, wie ich fand. Zumal man muss dazu sagen, es war die Szene, wo wir am längsten gebraucht haben, um zu überlegen, was dazu passen würde. Das ist richtig. Weil das ist so ein schwieriges Thema. Wir wussten einfach nicht, was man zur Perfektion da sinnbildlich nehmen könnte. Und dann irgendwann zum Ende hin ist uns eben dieser Insta-Feed eingefallen, weil, wie Robert schon sagt, es wird oftmals so zelebriert, dass ja alles doch so schön wäre und so weiter. Ja. Was ja dann oftmals doch nicht so ist. Wir haben dann allerdings jetzt kein privates Profil genommen von einer Person. Wir wollten jetzt was hatten wir jetzt? Travel-Hashtag genau. Oder so? Wir wollten jetzt ja auch keinen irgendwie beleidigen oder so. Wir haben einfach Hashtag Travel eingegeben und da sind oft
solche Beiträge im Feed dabei, die diesen Schein so geben. Deswegen haben wir das Ganze mal so gewählt. Im restlichen Video geht es dann darum, dass das lyrische Ich gegenüber dem Hauptcharakter sehr kritisch ist, dass er ja bis jetzt das Spiel des Lebens ganz gut gespielt hat und er aber aufpassen soll, weil das nicht lange so gut gehen wird. In den letzten zwei Strophen sagt das lyrische Ich eigentlich nicht mehr, als dass man eben cool bleiben soll. Man soll sich nicht runtermachen lassen von der Gesellschaft. Man soll sein Ding tun. Man soll halt cool sein. Man soll cool bleiben. Man soll cool bleiben, damit die einen diskriminieren, eben nicht so viel Spaß daran haben und das dann auch lassen. Und vor allem noch viel wichtiger, dass man nicht von der Gesellschaft aufgeschlungen wird, dass man nicht einfach nur ein kleines Puzzleteil in einem großen Ganzen. In der letzten Strophe heißt es dann auch, du sollst cool bleiben, ansonsten stirbst du. Damit ist laut unserer Interpretation gemeint, dass wenn man eben nicht cool ist, von dieser Gesellschaft eben verschlungen wird, dass man eben diskriminiert wird etc. Man soll sich halt dagegen auflehnen. Um diese Szene halt in das Video mit einzubinden, haben wir dann letztendlich diese Szene gehabt, wo wir das Messer genommen haben und dann zwei Shots weiter eben das Blut an die Wand gespritzt haben, was eben das nochmal so ein bisschen abstrahieren soll. Und das Blut an sich war allein schon eine Wissenschaft. Das ist halt schon wirklich rot. Du hast Erfahrung im Blutmixen? Auf jeden Fall. Das ist schön. Wir haben eine Dreiviertelstunde oder so mit Lebensmittelfarbe und Wasser rumgedoktert, damit das Blut so eine realistische Farbe und hoffentlich auch eine gute Konsistenz bekommen. Das Problem war nämlich, dass wir zu dem Zeitpunkt keinen Ketchup hatten, womit es wesentlich einfacher gegangen wäre, weil man Ketchup leicht verdünnen hätte können, die Grundbasis an sich schon mal viel, viel besser gewesen wäre. Man hätte das noch ein bisschen einfärben können, noch ein bisschen dunkler. Ketchup ist relativ hell im Gegensatz zu Blut. Ja. Und, ja, wir hatten ja sowieso rote und schwarze Lebensmittelfarbe verwendet, damit es auch noch ein bisschen dunkler wird. Das hätte man bei dem Ketchup einfach machen können. Zudem wäre die Konsistenz dann einfach, wäre sie besser gewesen, wenn wir Ketchup genommen hätten. Ging nun leider nicht, aber dann, genauso wie in der Fotografie, in der Cinematografie eben die Improvisation an ganz, ganz großer Stelle. Und ich denke mal, man kann das Ergebnis verkraften, wenn man absieht, wie viel Zeit und so wir investiert haben. Also ich muss auch nach wie vor sagen, ich hätte vorher nicht gedacht, dass wir das überhaupt so schnell schaffen und auch ohne relativ große Probleme. Also ich habe jetzt mit größeren Problemen gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Das stimmt. Aber zum Glück gab es keine. Zudem sei natürlich gesagt, das Video ist auf gar keinen Fall ein künstlerisches Meisterwerk, aber für die Mittel, die wir hatten, war es dann eigentlich doch schon so für uns zufriedenstellend. Und auf jeden Fall verwendbar. Und vor allem war es für uns zusammen auch der erste Film, den wir gedreht haben. Bis jetzt gab es ja immer nur die paar Vlogs, beziehungsweise jetzt das eine Talk-Video über die analoge Fotografie. Was allerdings auch mehr Run-and-Shoot gewesen ist. Und das war jetzt das erste Video, was wir vollständig hatten, wo wir von vorne bis hinten das mal durchgeplant hatten, zum größten Teil. Was auch durchgeskriptet war. Genau. Ansonsten geht es ganz normal weiter. Dann hoffentlich jetzt in nächster Zeit, dank Sommerferien. Ja, wir sind ja wieder ein bisschen aus unserem Rhythmus rausgekommen. Ja, das stimmt. Wie man vielleicht gemerkt hat. Das war auch verschuldet durch den Kurzfilm, weil wir waren halt in dem Stress von dem Kurzfilm drin und wussten jetzt nicht, bringen wir jetzt irgendwie so ein halbfertiges Behind-the-Scenes, wie es jetzt eben gerade ist, raus. Und das wollten wir eben nicht. Ja, oder dann eben noch auf die Schnelle einen Vlog gedreht, war jetzt auch nicht so die erste Wahl. Also dachten wir uns, wir bringen einfach in der folgenden Woche den Kurzfilm und So, jetzt würde ich sagen, machen wir einen Cut. Wenn die Sonne lacht, Blende 8.